Mein Name ist Christian Goldbach von der Feuerwehr Fulda hier. Ich bin hier eingesetzt in der Ausbildungsabteilung und da auch im Schwerpunkt tätig in der technischen Hilfeleistung, sei es Verkehrsunfall, Pkw oder Lkw. Und wir wollen heute hier im Rahmen der Rettmobil auf der Feuerwehr Fulda in Zusammenarbeit mit der Firma Lukas die patientenorientierte Rettung an einem Lkw durchführen und präsentieren. Sind die Sicherungsmaßnahmen von Seiten der Feuerwehr durchgeführt bzw. angelaufen, ist natürlich auch ein dringender Schritt, dass Verbindung zu den betroffenen Personen, sprich den eingeklemmten oder eingeschlossenen Personen aufgenommen wird und hier schon mal ein sogenanntes Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Nachdem die Stabilisierungsmaßnahmen jetzt durchgeführt wurden, ist als nächster Schritt erforderlich, das sogenannte Glasmanagement durchzuführen bzw. zum Einsatz zu bringen, um hier einen adäquaten Zugang zum Patienten zu schaffen. Bei der Lkw-Rettung ist das Problem die relativ hohe Sitzhöhe des Fahrers und die technischen Beschaffenheiten des Fahrzeugs. Es muss ja schnellstmöglich versucht werden, einen Retter, sei es von Seiten der Feuerwehr oder aber auch vom Rettungsdienst, zu dem Patienten in das Fahrzeug hineinzubekommen. Welche Möglichkeiten hat die Feuerwehr? Weitere Zugangsmöglichkeiten, sprich eine sogenannte Versorgungsöffnung oder im zweiten oder dritten Schritt die Befreiungsöffnung zu schaffen. Nachdem die vorbereiteten Maßnahmen im Außenbereich, sprich das Instellungbringen der Rettungsplattform von den Kräften außerhalb durchgeführt wurde, können jetzt die Arbeiten an der Tür, um die Tür zu öffnen, eingeleitet werden. Hierzu wird mittels Spreizer versucht, einen Spalt zu schaffen, um über die Schlossseite die Tür öffnen zu können. Nachdem die Tür auf der Schlossseite geöffnet wurde, wird im nächsten Step versucht, über die Scharniere die Tür aus dem Rahmen zu entfernen. In unserem Fall jetzt hier bei dem Lkw der Firma Mercedes ist es von Werkseite her schon klar definiert, wo geschnitten werden darf und soll, um die Maßnahmen schnellstmöglich und für alle Beteiligten sicher bewerkstelligen zu können. Eventuell müssen natürlich noch weitere Maßnahmen schlussendlich für die endgültige Befreiung des Patienten durchgeführt werden. Hier sei genannt Abklappen des Vorderbaus oder nach vorne drücken von diversen Bauteilen. Zum Abschluss muss natürlich noch erwähnt werden, dass die patientenorientierte Rettung nur in Zusammenarbeit mit allen Organisationen funktionieren kann und auch funktioniert. Wichtig ist vor allen Dingen, die Fahrzeugtechnik schreitet immer weiter voran. Demzufolge sind die Feuerwehren auf leistungsstarke Geräte von den entsprechenden Herstellern angewiesen.